Hallo und herzlich willkommen zurück zu Breath Edge. Okay, wir wollten diesen großen Laser reparieren. Wir haben in der letzten Folge ziemlich viele Dinge ausgeschaltet, die uns da irgendwie, ja, kaputt machen könnten. Okay, wir werden. Das Ding wird dann noch. Okay, aber. Mal das hin? Kriegen wir das hin? Gibt es hier einen Ausschalter? Schauen wir mal. Dann hier ein Ausschalter. Autsch! Nein, 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 nein. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Da ist er. Da ist er, der Ausschalter. Okay. Okay, gut. Haben wir ausgeschaltet. Das hat mich schon ein bisschen was gekostet. Was macht denn das Ding? 50%. Wir sind bei 56. Ja, gut. Dann nehmen wir das. Ja, okay, gut. Wo ist mein Moped? Da. Vorbeigeflogen. Vorbeigeflogen. Wie immer. Jetzt. Hallo. Verloren im Weltraum. So. Okay. Da war doch das Ding da. Da mussten wir hin. Ne? Also genau hier mussten wir rein um diese Pellets. Da habe ich das erste Pellet gefunden und da mussten wir rein, um das nochmal zu machen. Also auszutauschen. Nur das Problem ist, ich habe Entladezellen ohne Ende. Aber ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Weil mir fehlt irgendwie der Auftrag, habe ich im Internet gesehen, dass ich das reparieren soll. Aber die Frage ist doch, wie? Was habe ich denn vergessen, um das zu reparieren? So, schauen wir mal da, mal reinkommen. Du brauchst ein was? Du brauchst eine weitere Tür. Ja, das ist ja. Hä? Ich brauche eine weitere Tür? Das ist, glaube ich, blöd übersetzt, aber egal. Ich habe doch alles ausgeschaltet, ne? Was mir hier gefährlich werden kann, oder? Nee, den noch nicht. Na gut, aber da habe ich ja auch nichts gefunden. Da gibt es keinen Ausschalter. Leider Gottes. So. Der schießt doch nicht. Alle anderen habe ich da ausgeschaltet. So, okay. Wo ist das Problem? Hab ich da drinne schon? Weiß es nicht. Ich kann es versuchen. Okay. Hallo, ich bin der. Was bin ich denn? Der Verlorene. Im Moment bin ich der Verlorene. Aber hier steht immer noch, erkunde die Raumschifftrümmer. Das wird's wohl sein. Ich muss mehr Raumschifftrümmer erkunden. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall zurück. Ja, ich weiß. Okay. Das sollte eigentlich passen. 1000 Meter. Luft, das müsste eigentlich, sollte eigentlich passen.
Ich habe im Moment null Ahnung, warum das so ist, warum ich da nicht weiterkomme. Weil ich habe alles, das 500 Meter und das sind 200 Meter. Ja, geh mal 200 Meter. Okay, gut. Hm. Nee, ich habe echt null Ahnung. Hm. Ja, schwierig, ne? Ja, ihr bekommt hier halt ein Let's Play von jemandem, der halt null Plan hat, ne? Ist aber auch nicht schlimm. Weil ich muss auch... Wenn ihr das spielt, ja, dann sagt mir, dass ihr besser seid als ich. Hm. Ja, kann sein, aber irgendwie habe ich irgendwo was vergessen. Das ist wahrscheinlich so, weil weil ich immer nur alle paar Tage das Spiel, ne? Okay? Und wenn man das macht, vergisst man so Errungenschaften oder ja, vergisst halt Errungenschaften und Errungenschaften, die man braucht, was so im Text stand. Ja, die sind dann irgendwie... Wieso kriege ich jetzt keine Luft? Hallo? Stand hier nicht Luft? Oh, nee, ich muss raus, ich muss raus. Das war doch Sauerstoff. Mann! Letzte Sauerstoff ist... Da, genau. Das kriege ich noch hin. Das kriege ich auf jeden Fall noch hin. Hm. Nochmal. Also. So, jetzt befreit wieder reden. Wenn man nur alle paar Tage irgendwie aufnimmt, dann. Ja, geht dieses Gameflow in dem Spiel, also hier, unheimlich verloren. Weil man vergisst, was da gestanden ist und man weiß auch gar nicht mehr, wie es dann weitergeht. Und wenn man jetzt mal guckt, hier gibt es doch diese, das hier, ne? Nee, wo war das? Das da, ne? Strahlung senken, ne? Lösung untersuchen, erkunden das Modul, gelange ins Biomodul, das haben wir ja gemacht. Strahlung senken 2 von 6, 3 von 6, aber es steht nicht dabei, warum und wie ich das gemacht habe. Verschwinde von hier, Konsole aktivieren, ja, okay. Aber es steht nicht da, zum Beispiel, aktiviere die Kanone. Okay, und das ist das Problem. Ich denke, ich habe zu wenig Raumschiff-Trümmer analysiert, okay? Brauche noch ein bisschen was zum Essen, ne? Ja, Essen, nee, Essen ist okay. Trinken ist ein Problem, ja gut. Das sollten wir doch mal hinbekommen. Gibt's hier noch? Ne, hier gibt's gar nichts. Hier gibt's echt null. Null. Gar nichts gibt's hier. Ach Mann, das bedeutet, ich muss wieder zurück. Meine Mucke. Ist doch nicht euer Ernst. Wo war denn zurück? Ja doch, das war da, ne? Das war in die Richtung. Echt, dass es da hinten keine Ressourcen gibt, das ist schon... Ja, es gibt wohl Ressourcen, aber... Ja, ja, alles klar. Hier. Yep. Kein Problem mehr. Ich werde wohl diesen einen Anzug mitnehmen. Und zwar den Anzug, der vor Elektro schützt. Oder? Ja.
Das wird wohl sein. Weil da gab es nämlich Sachen, yep, wo man nicht reinkommt. Ohne diesen Elektroanzug. Jetzt, wo ist der? Das ist der Techniker, der Militär. Nein. Elektrotechniker. Oh. Den nehme ich mal auf. Das ist der. Den mache ich mal dahin. Oder vielleicht, nee, ich mache den dahin. Nehmt den einfach mit. Okay, gut. So, da wollen wir noch essen. Nee, trinken wollen wir. Nein, das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Und das Metall lassen wir einfach mal hier. Voll. Mist. Kann man massieren. Auf. Nein! Nein! Also Essen nicht. Kraftstoff auch nicht. Die brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, doch. Passt, passt. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig. Okay, wir sollen Raumschifftrümmer analysieren. Okay. Die Frage ist, wo sind die Raumschifftrümmer? Wo genau sind die Raumschifftrümmer? Wo sind die? Ich weiß es nicht. Wir müssten da mal echt nochmal rausgehen und ich glaube, das ist hier in dieser Region, aber naja, gut. Machen wir mal. Raumschifftrümmer analysieren, okay. Das müssten dann so diese Fäuste sein. Das ist 2000 weg und das ist auch 2000 weg. Hm. Ja. Ja. Gehen wir mal dahin. Vielleicht ergibt sich da irgendwas. Ja, alles mit der Faust ist halt noch nicht analysiert oder nicht erforscht. Vielleicht sind das die Raumschiff-Trümmer. Okay. Yes. Nix. Okay, gut. Ja gut, aber da hinten gibt es null Sauerstoff. Nicht so gut. Aha. Okay. Das bedeutet aber, ich brauche da auf jeden Fall. Ne? Ich brauche da auf jeden Fall den Anzug, ne? Okay, den da. So, da schauen wir mal. Ob das geht. Da durchkommen? Ja, komme ich. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Wahnsinn. Ja, das ist ja was Neues. Nee, hier ist zwar Luft, aber. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Sprit kann man immer gut gebrauchen. Ja. Okay. Was hier? Komme ich da durch? Kann ich das kaputt hauen?
Hallo, hallo. Nö, kann ich nicht. Okay, gut. Runter. Rüber und durch. Wer braucht denn ein Aquarium mit toten Hamstern drin? Ah, ist das eklig. Okay. Ah, Mann. Was gibt es hier noch? Oh, Wasser immer gut. Das? Kabel. Kann man auch gebrauchen. Dort kann man immer gebrauchen. Schade, dass sich das einfach nicht stackt, ne? Das wäre es dann. Aber, naja. Okay. Jetzt wird's interessant. Es wird nicht interessant. Da geht's gar nicht weiter. Warum? Warum, Spiel? Warum führst du mich hier hin und da kommt nichts? Das ist echt doof. Okay. Den Sarg kann ich auch nicht. Was ist das? Plastik. Ja. Im Moment egal. Nein! Erkunde die Raumschifftrümmer. Immer noch. Okay. Na gut. Was hier? Komme ich hier runter? Nö. Ja. Hier ist nichts zu tun. Ich kann ein Aquarium scannen. Okay, gut, dann komm hier aus. Aquarium. Sehr schön. Super. Oh. Oh. Nee, komme ich nicht durch, ne? Immer noch nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Sorry. Moment. Ist da nicht auch in die Richtung? Bo, 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 bo. Ja, da. Ja. Aber, wie gesagt, da war nichts. Da war nichts. Und es gibt keinen Ausgang rechts, links. Es gibt nur einen Ausgang oben. Da bin ich hergekommen. Schade. Schade, schade, schade. Mist. Okay. Gibt's hier noch irgendwie einen Ausgang, einen Weg nach einer Richtung? Okay, da geht's. Vielleicht. Was? Ein Ersatz für einen Hocker. Okay, gut. Nee, das ist schon. Da bin ich ja hergekommen. Mann! Ja, dann spielt's keine Rolle. Raus. Aus der Butze. Raus aus der Butze. Geht's schneller? Jo. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Okay. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal dahin. Weil wir sind auch Blitze, ne? Ja, Fahrzeugfehlfunktion. Ja, ja, ja. Das ist schon gut. Alles gut. Alles schon gut. Wir müssen gucken, dass wir da, wo der, die Plätze sind, irgendwie auch irgendwie was erkunden können. Ich glaube, das ist der Sinn von diesem Anzug, oder? Okay. So, dann versuchen wir das mal zu erkunden. Gibt es hier irgendwas?
was ich erkunden kann? Kann ich da irgendwas erkunden? Nö, das sieht nicht so aus. Ja, schade. Wieder dran vorbeigedüst. Okay. Ja. Erkunde die Raumschifftrümmer. Ich nehme mal an, dass vielleicht das da hinten gemeint ist. Wo ich nicht weiß, wie ich reinkomme. Wo ich nicht weiß, wie es funktioniert. Also, kommen wir dahin. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, wie ich da reinkomme in dieses Modul. So, warte. Das ist das Modul. Hier gibt es wohl Technologien, aber mir wurde gesagt, ich muss irgendwelche Kameras finden, um da reinzukommen, okay? Oh. Ja. Die Frage ist, wie denn? Da ist irgendwas drin. Das, die Schleuse muss doch irgendwie aufgehen, ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hab's, wo ich das gespielt habe, noch nie herausgefunden, wie das funktioniert, hier reinzukommen. Ich soll irgendwelche Kameras finden. Ja, okay. Ja, nee, das bringt ja gar nichts. Warte, wo ist mein Moped? Da ist es doch. Nein. So, dann wieder nach Hause. Wenn das so weitergeht, ne? Gibt's hier... Das ist das Negative am Spiel, dass wenn man lange braucht, um irgendwelche Rätsel zu lösen, geht einem alles aus und es spawnt ja nichts mehr nach, ne? Essen spawnt nicht nach, Wasser spawnt nicht nach, vielmehr Eis spawnt nicht nach. Und von daher, was soll ich sagen? Das ist ein Negativpunkt. Absoluter Negativpunkt. So, ich kenne jetzt noch mal, so, wo ist mein Steak? Kann ich essen, ne? So. Kann man Wasser trinken. Okay, das geht. Habe ich noch? Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Nehme ich noch ein Steak mit. Ja, aber Wasser, Wasser, guck mal. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Problem. Sorry, wenn ich immer so ein bisschen ins Plattdeutsche abdrifte. Das ist, wenn ich mich aufrege, dann gehe ich ins Plattdeutsche. Es ist genau umgekehrt wie im Real Life. Wenn ich mich da aufrege, dann gehe ich ins Hochdeutsch. Hör? Weil man da einfach besser fluchen kann. Okay. So, ich sag mal so. Wir haben nichts erreicht in dieser Folge, was mich persönlich ziemlich ankotzt. Was mich persönlich ziemlich, ja doch, ankotzt, trifft's.
Ich werde mich mal schlau machen für die nächste Folge, wie es denn funktioniert mit diesen Paletten, warte, mit diesen Entladezellen. Weil ich kann die nicht einbauen. Ich habe keine Ahnung, warum. Und okay. Ich war selten so verwirrt wie jetzt, aber ihr müsst das entschuldigen. Da, ja. Das ist das Problem. Ich erkläre es ganz kurz. Das ist das Problem, wenn man nur alle paar Tage mal irgendwas aufnimmt, ne, hat man vergessen, also ich habe vergessen, was davor gesagt wurde. Und ich habe ja eben schon mal gezeigt, ne, dass hier so, ja, dass da nichts drin steht. Da steht nichts drin. Ne? Also die Tipps, die dir im Ingame gesagt werden, die sind halt einfach weg. Die sind weg. Und das tut mir echt leid, wenn ich jetzt ein bisschen hänge im Spiel. Weil bis zu einem gewissen Zeitpunkt wusste ich ungefähr, wo, was, wie zu machen ist. Weil ich es ja schon mal bis, ne, was war das, Stufe 3 durchgespielt habe. Aber jetzt... Es ist echt ein Problem. Ja, tut mir leid. Ihr könnt auch gerne Dislikes geben, aber naja, sagen wir mal so. Wie soll ich das erklären? Ich würde euch gerne was Besseres bieten, aber... Geht nicht. Geht zurzeit nicht. Okay, dann sag ich mal... Tschüss, bis morgen. Baba.